Hallo und herzlich willkommen aus Malaga. Hallo und herzlich willkommen von der Auto Review Front. Hallo und herzlich willkommen bei meinauto.de. Ja, wir haben uns heute versammelt, um einem Auto Liebe zu spenden, was es in der Vergangenheit wahrlich nicht so leicht hatte. Hier steht da der Zweier Active Tourer. Ein kompakter Van von BMW, was das erste Auto war in der Karosserieform und das erste Auto bei BMW mit Frontantrieb. Hier steht er als 220i in der Luxury Line in wunderschönem Weiß eben in Malaga. Und wollt ihr alles zu diesem Auto wissen, dann bleibt genau jetzt dran. Ich bin eben der Jan und dann geht's los. Kommt mit. Hier an einer der schönsten Locations, die ich zumindest kenne, will ich euch alles erzählen, was ich zu diesem Auto weiß oder zumindest einen Teil davon. Wenn man über die Historie spricht, da war der Vorgänger 2014 auf dem Markt und der kam jetzt oder kommt 2022. UKL 2 Plattform ist natürlich immer noch in der Karosserieform ein Van, ja, und ist natürlich immer noch frontgetrieben, aber inzwischen hat sich bei BMW einiges getan, denn der 1er, der 2er Active Tourer ist auch frontgetrieben gebaut. Wird dieses Auto übrigens ja in Leipzig, ist ein echtes deutsches Premium-Produkt und wir haben eigentlich nur einen echten Wettbewerber mit der Mercedes B-Klasse aus meiner Sicht. Ja, im Sommer 2022 werden noch zwei Plug-in-Hybride auf den Markt kommen mit dem 225 EX-Drive und mit dem 230 EX-Drive. Sehr spannend, da bekommt er nämlich eine volle Förderung. Wenn wir jetzt hier über die Ausstattungsvarianten sprechen, gibt es die Basis, Luxury und das M-Sport-Paket. Hier ist Luxury drauf. Viele Testautos standen hier im M-Sport-Paket und naja, der hat nicht den größten Motor, den es gibt, was für die BMW-Testwagenflotte einigermaßen unüblich ist. Ich finde, das Auto ist optisch total erwachsen geworden, weil naja, wir haben eine größere Niere drauf, was manche BMW-Fans auch nicht lieben werden. Aber es ist 3 cm länger geworden, 2 breiter und 2 höher. Der ist jetzt 4,39 lang, 1,82 breit, 1,58 hoch, hat 2,67 Meter Radstand. Und wenn man jetzt über die optischen Details spricht, dann haben wir hier vorne natürlich eine klassische, riesige BMW-Niere, achteckig. Hier vorne drin ist der Radarsensor. Wenn ihr euch dem nähert, seht ihr auch, dass das BMW-Zeichen hier nicht eingelassen ist. Das ist dem M-Sport-Paket vorenthalten. Genauso wie ein sportlicherer Stoßfänger hier vorne. Was wichtig ist bei dem Auto, der ist echt CW-Wert optimiert. Wir haben hier einen CW-Wert von 0,26. Das heißt, wir haben eingelassene Türgriffe, wir haben verkleideten Unterboden zum Beispiel und die Lamelle hier unter dem Kühlergrill lässt sich öffnen und schließen, was Gutes. Serienmäßig haben wir hier ein LED-Licht. Optional gibt es ein Matrix-LED-Licht, was hier drauf ist, was den Gegenverkehr ausblenden kann, Schilder anblenden. Und man hat quasi die Option, permanent mit Fernlicht zu fahren, was ich richtig gut finde. Wenn man jetzt in die Seite geht, dann seht ihr erstmal bei dem Auto, wir haben einen langen Radstand, wir haben sehr kurze Überhänge, was Designer natürlich lieben. Und in dem Fall 16, 17, 18, 19 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt 18 Zöller drauf, die richtig schick sind, finde ich. Sehr klassische, zurückhaltende BMW-Felgen. Alles in Weiß gehalten. Wir haben kein Panoramaglasdach hier drin, hinten nicht abgedunkelte Scheiben. Nicht wie im M-Sport-Paket diese Shadowline, heißt die Elemente vorne im Grill sind da nicht in Schwarz. Hier sind sie eben in Chrom ausgeführt. Und ihr seht ja auch schön die eingelassenen Türgriffe, die gut sind. Aber ich habe mir irgendwann mal geschworen, dass ich auch hier kein reines Designer-Review mache, sondern es wird eins, was auch technisch beinhaltete Dinge hat. Was haben wir hier? Wir haben eine aktornahe Radschlupfbegrenzung vorne. Heißt, der Schlupf wird direkt am Motorsteuergerät entnommen und der Antrieb vorne hat dann eine bessere Traktion. So soll es zumindest sein. Wir haben ein M-Sport-Fahrwerk, was es gibt. Da steht das Auto 1,5 cm tiefer, außer bei den Plug-in-Hybriden. Da geht es eben nicht. Bei den Plug-in-Hybriden haben wir hier unten einen 16,3 kWh fassen Akku liegen. Haben wir hier nicht. Hier haben wir eben nur eine Mild-Hybridisierung. Dazu
kommen wir aber später. Wenn man jetzt ans Heck geht, dann seht ihr auch hinten an den LED-Leuchten, dass wir hier die Matrix-LED-Version haben, denn wir haben hier drin ja so ein kleines Muster, was ich richtig schick finde. Und ansonsten ist das Auto von hinten sehr clean. Wir haben einen sehr präsenten Dachkantenspoiler, kleine Finlets hier. Und unten haben wir hier nicht wie im M-Sport-Paket so einen relativ präsenten Diffusor, sondern hier einen zurückhaltenden. 220i steht hier drauf. Das Auto zieht bis zu 1,5 Tonnen. Es wird später auch noch ein Allrad geben. Aber jetzt gucken wir mal den Kofferraum an. Und das ist hier mit 470 bis 1455 Liter die größte Version. Warum? Bei den Mild-Hybriden sitzt hinten der etwa 1 Kilowattstunden fassende Akku. Bei den Plug-in-Hybriden haben wir noch einen kleineren Kofferraum. Und wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, haben wir da hinten drin ja das Mild-Hybrid-System. Das soll bis zu 0,5 Liter einsparen auf 100 Kilometer. Dazu kommen wir allerdings später. Ja, was wir uns jetzt mal anschauen, ist das Kofferraumvolumen. Ich mache hier oben auf. Schaut euch das gerne mal an. Und na, dieses Teil hier bekommt er auch sehr gut raus. Und was ich jetzt kritisieren kann an dem Auto, ist ehrlich gesagt gar nicht so viel. Aber ich mache jetzt hier einfach mal auf dieser Seite. Und dann ist ein Kritikpunkt, dass ihr die Rückbank nur von hinten umgeklappt bekommt. Schön ist, dass die sehr flexibel umklappbar ist und dass wir sie auch verschieben können. Ja, nicht so schön ist die Tatsache, dass wir hier nach hinten müssen. Aber schaut euch das an, so haben wir wirklich ein richtig großes Kofferraumvolumen, was bei einem Auto, was ja für die Familie gedacht ist, echt relativ wichtig ist. Elektrische Heckklappe ist bei dem Auto serienmäßig. Und jetzt würde ich sagen, mache ich euch hier mal auf und dann schauen wir mal, wie viel Platz auf der Rückbank ist. Ihr seht auch hier, so kann man dann den Sitz hochklappen und in der Neigung verstellen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich steige mal auf der anderen Seite ein. Ja, und jetzt guckt euch das an. Wir haben hier sehr viel Platz durch den langen Radstand. Das ist krass. Es muss nicht immer ein X1 sein oder ein SUV. Seht ihr hier, es passt eine Faust zwischen meinem Kopf und die Decke, dunkler Himmel. Klar, wir haben nicht das Panoramadach hier drin. Das nimmt nochmal ein bisschen mehr Platz weg. Und jetzt seht ihr eine Sache, die krass ist. Schaut mal, 13 cm verstellbar hier. Das ist richtig gut, richtig flexibel für eine Familie. Und jetzt guckt euch das an, auch in der Neigung verstellbar. BMW typisch ist natürlich zwei USB-C-Stecker hier, sind helle Sitze hier aus Leder. Ja, schon richtig gut. Jetzt schauen wir vielleicht mal kurz in die Tür, wie viel Premium steckt da drin. Echt schicker Türöffner, Harman-Kardon-Anlage, gepolsterte Armauflage hier. Ja, gefällt mir schon gut. Aber jetzt kommt der Teil, der in dem Review eigentlich am schwierigsten ist. Warum? Motorvarianten in dem Auto. Bei BMW immer zweimal ziehen da vorne. Was haben wir? Wir haben einen 218i, wir haben 220i, wir haben 223i. Ja, und der Reihe nach sind es die ersten beiden ein Dreizylinder, 1,5 Liter mit 136 oder 170 PS. Der größere hat dann Vierzylinder, 1,6 Liter ja, und hat dann 218 PS. Zusätzlich haben wir noch eine Dieselversion. Die Dieselversion hat 150 PS, ist auch ein Vierzylinder. Viel spannender sind eigentlich die Plug-in-Hybride, die im Sommer kommen, denn die haben eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern, das ist Benchmark in der Klasse. Natürlich ist die neue, fünfte Generation der BMW Plug-in-Hybride. Wir haben sie auch schon fahren dürfen, was ich richtig gut fand. Die haben 245 oder 326 PS, unglaubliche Beschleunigungswerte von, ja, 5,5 Sekunden oder eben 7 Sekunden. Jetzt mache ich allerdings den hier mal auf, denn der hat 170 PS, hat 280 Newtonmeter, das Auto wiegt etwa 1,6 Tonnen. Und beschleunigt in 7,1 Sekunden auf 100. Was das genau heißt, ne? Das werden wir gleich erfahren. Jetzt springen wir erstmal rein. Ich zeige euch den Innenraum und danach wird gefahren. Dann gibt es ein kleines Fazit. Kommt mit. Sprechen wir über den Innenraum und wie viel Premium BMW hier reinpackt, ist zum einen überraschend, zum anderen auch nicht, weil es ja BMW, die Architektur ist sehr offen gestaltet, Materialverarbeitung, Qualität ist wie gewohnt gut und dieses Curve-Display hier drin ist krass in dem Segment, weil das quasi direkt aus dem iX hier reingewandert. Wenn man über die Sitze spricht, sind das klassisch schöne weiße
beigefarbene BMW-Sitze, geben gut seitenhalb sitzt. Ja, das Rückenteil hier ist gepolstert. Wir haben eine Verlängerung für die Beine. Wir haben jetzt hier Holz drin, so ein bisschen Plastik in Chromfarben. Tür ist richtig gut verarbeitet. Harman Kardon Anlage, Holz, Zierelement, auch da drin Platz in der Tür. Aber beeindruckender ist eigentlich dieses fast freischwebende Element. Hier vorne haben wir eine induktive Ladeschale fürs Handy. Und schaut mal, ihr könnt das Handy hier so reinmachen, anschnallen und es wird geladen. Zwei USB-C-Stecker hier, Cupholder hier. Wir haben hier die Fahrmodi, ne, die My-Modes dann drin. Da habt ihr Sport, Effizient zum Beispiel da. Da ändert sich dann auch die ganze Grafik. Ihr könnt hier lauter, leiser machen. Habt die Rückfahrkamera hier, die ich richtig gut finde. Schaut mal da oben. Da seht ihr jetzt auch die Spaziergänge. Meine Lieblingsansicht ist allerdings diese 3D-Ansicht. Das ist jetzt ein bisschen schade, weil die Tür offen ist, aber man kann es trotzdem erkennen. Schaut euch das mal an, wie cool das ist und vor allem, wie schön der Hintergrund ist. Jetzt würde ich allerdings sagen, komm Pascal mal rein. Ich mache derweil das Auto hier auf dem Start-Stopp-Knopf an und wir schauen uns vielleicht mal die ganze Grafik da vorne an. 10,25 Zoll, 10,7 Zoll Display, typisch fleischiges BMW-Lenkrad hier, M-Initialen da unten, hier steuert er die Assistenten und hier steuert er das Teil in der Mitte. Da könnt ihr nämlich jetzt den ganzen Content ändern hier zum Beispiel, wenn ihr das mal anschaut. Ne? Ihr könnt das Layout auch ändern von der ganzen Sache. Ihr könnt auch das Head-Up-Display da vorne, was in so einer kleinen Plexiglasscheibe ist, ändern im Content. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal hier rein, weil dieses leicht gebogene Display ist einfach wunderbar, weil ich habe es immer schön im Sichtfeld. Ihr habt hier so eine Home-Ansicht mit den wichtigsten Dingen, könnt da Widgets dann hinzufügen, könnt die allerdings auch ja hier verstellen und vor allem cool ist diese Ansicht, weil hier habt ihr halt alle Apps und jetzt habt ihr hier zum Beispiel so eine My-Mode-Funktion, die habe ich euch gezeigt. Ihr habt einen Fahrrekorder und ihr könnt hier die Kamera im Innenraum benutzen. Das bedeutet, so, und jetzt haben wir ein Selfie gemacht, was eine witzige Spielerei ist. Es gibt natürlich auch noch hier so eine Shortwahlbelegung für Medien, für Telefon mit Apple CarPlay, Android Auto. Ist auch over-the-air updatebar, man kommt immer zurück. Nur eben der iDrive-Schalter hier ist entfallen. Was wir jetzt allerdings machen wollen ist fahren. Dafür mache ich das Auto an diesem Knopf hier unten. Wir haben hier übrigens so eine sportlichere S-Gasse und My-Modes fangen wir direkt mal vielleicht in Sport an. Und jetzt ist interessant, weil ich habe mir ganz bewusst, ganz absichtlich hier einen Schotterweg ausgesucht. Dafür halten wir hier mal an, weil wenn wir im Frontantrieb, viele werden überlegen, brauche ich Allrad? Und er stempelt jetzt hier leicht rein, aber so viel wie eigentlich noch nie erlebt bei einem Auto, also wenig wie erlebt, weil wir haben hier diese aktornahe Radschlupfbegrenzung. Bedeutet eben, direkt am Steuergerät wird quasi geguckt, wie ist der Schlupf und dann wird das geregelt. Ist ein wesentlich viel schnelleres System. Was krass ist für BMW und wo viele sagen werden, das Auto ist vielleicht fast ein bisschen überentwickelt, ist die Straßenlage, weil Fahrwerk hier drin Bombe, Lenkung Bombe. Liegt richtig gut in der Hand mit diesem fleischigen BMW-Lenk. 7-Gang DSG haben wir hier immer drin, ist also serienmäßig hier mit den Schaltpedalen am Lenkrad. Und ich bin schon den 223 gefahren, ich bin auch schon den großen Plug-in-Hybriden gefahren. Das sind natürlich Performance-Monster. Ich habe übrigens Quatsch erzählt, 8,1 Sekunden auf 100 hier. Aber wie der auf der Straße liegt, ist krass. Und da hat er eben den Namen BMW verdient. Was jetzt hier die Fahreigenschaften angeht, ist das Auto wendig, perfekt für die Stadt. Deswegen haben wir hier auch diese Straße gefunden. Aber ihr müsst ja auch gar nicht so, naja, dynamisch immer unterwegs sein, nur weil ich das immer mache. Ihr könnt hier auf Effizienz schalten. Jetzt ist die Lenkung ein bisschen zurück. Die Gasannahme ein bisschen zurückhaltender. Aber ich würde niemals denken, dass das hier ein Dreizylinder ist. Woran liegt es? Naja, wir haben hier eine Mild-Hybridisierung, ist ein 48 Volt Bordnetz mit einem kleinen Elektromotor, der 19 PS und 55 Newtonmeter leistet. Und das sorgt halt für einen guten Boost. Wir können ein bisschen rekuperieren und für einen richtig geilen Verbrauch. Das heißt, wir haben hier einen Verbrauch von 6 Liter drin nach WLTP und wir haben es geschafft, das Auto hier auch in der Stadt auch mal schneller mit 6,5 Liter zu fahren, was richtig gut war. Was Schönes, wir haben hier Assistenten drin, optional, wenn wir wollen, alle für teilautonomes Fahren Level 2. Und jetzt haben wir da unten Kreisverkehr und das ist für mich ja der ultimative Test erstmal für den aktornahen
Radschlupfbegrenzung und wie das Auto in der, auf der Straße liegt. Und das ist hier halt richtig gut. Schaut euch das an. Das ist krass frontgetrieben. Heck dreht sich leicht ein. Bremse funktioniert auch. Also da macht dieses Auto wirklich Spaß. Und wenn wir jetzt hier mal beschleunigen, berghoch. Tolles Auto. Was jetzt kommt, ist ein Fazit. Für mich geht es im Leben immer nur um eins, um Liebe. Viele vergessen das, deshalb hat dieses Auto in der Vergangenheit in erster Generation vielleicht teilweise auch zu Recht sehr viel Hass abbekommen. Aber das wollen wir heute zusammen ändern, denn das Blechkleid von diesem kompakten Van hier im Premium-Bereich ist, finde ich, sehr ansprechend. Der Innenraum ist sehr modern. Wir haben viele Assistenten, modernes Infotainment mit dem Curved-Display. Wir haben viele Motoren, selbst Allrad gibt es hier drin. Zwei Plug-in-Hybride, die Benchmark sind aktuell, was die Technik angeht. Was kann man kritisieren? Eigentlich bei so einem Premium-Produkt eignet sich da aus meiner Sicht immer ganz gut der Preis. Und der beginnt bei 35.100 Euro mit 136 PS Dreizylinder-Benziner. So wie er hier steht, beginnt er bei 37.200 Euro. Ihr könnt wahrscheinlich nochmal für die Ausstattungsvarianten 10.000 Euro draufrechnen. Was sehr spannend sein wird, werden die Plug-in-Hybride sein, die dann ja, 44 bzw. 48.000 Euro kosten. Aber da könnt ihr 0,5% der Dienstwagensteuer abziehen, wenn ihr das könnt, oder eben 7.000 Euro Förderung, was dann sehr guten Preis machen wird. Hier seid ihr gelandet bei meinauto.de. Abonniert gerne den Kanal, schaut auf unserer Homepage vorbei und dann bis bald in einem anderen automobilen Zirkus. Tschüss.